Am heutigen Tage möchte ich euch von einem sehr schönen Wochenende erzählen, an dem wir in verantwortungsvollen Mengen Drogen konsumiert haben. Ein Kumpel von mir hat so eine Hütte draußen auf dem Land, weit weg von der Zivilisation. Auf jener Hütte verbrachte ich mit circa 10 Leuten 3 Nächte. Darunter waren Freunde, die ich schon seit Geburt an kenne, aber auch Menschen, die ich erst an diesem Wochenende kennenlernte. Neu kennenlernen durfte ich zum Beispiel 2 Syrer, die auch mit am Start waren. Oder was heißt Syrer? Die sind in Palästina geboren, dann sind sie nach Syrien und jetzt sind sie seit ein paar Jahren in Deutschland. Da Palästina aber nicht als richtiges Land anerkannt ist, stehen auf deren Personalausweise bei Staatsangehörigkeit nur 3 X'e. Fand ich voll krass. Ebenfalls unsinnig fand ich, dass sie zwar eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland hatten, aber nicht in Deutschland arbeiten dürfen, obwohl die eigentlich sehr gut integriert schienen. Der eine von ihnen war 19 und konnte ziemlich gut Deutsch, der wesentlich ältere Bruder nicht ganz so gut. Am ersten Abend gönnten wir uns vor allem Cannabis und DMT. Die meisten DMT-Trips an den Tagen waren sehr gut vergleichbar mit denen, die ich in meinen letzten DMT-Videos geschildert habe. Bis auf bei 2 einzelnen Trips, bei denen nicht alles gewarpt ist, sondern da haben einzelne Objekte sehr stark gezittert. Das Ganze sah ziemlich echt aus, weshalb ich bei meinen Freunden immer nachfragen musste, ob die Stereoanlage oder die Lampe gerade wirklich krass zittert und vibriert. Der eine von uns hat dabei einen richtig krassen DMT-Trip. Während des Trips sah sein Face ungefähr so aus. Als er wieder in unserer Welt angekommen war, war er sehr verwirrt und meinte, dass es der absolute Horrortrip war, weil er irgendwie dachte, dass es nie vorbeigeht. Er konnte dann für ein paar Minuten nicht richtig gehen, da er in Richtungen zu fallen schien, die es in unserem Universum gar nicht gibt. Am zweiten Tag war ich eigentlich größtenteils nüchtern. Am dritten Tag wurden uns etwas Zauberpilze in unser Wurstbrot gemischt und als der Trip vorbei war, dann nochmal etwas DMT und Cannabis. Jetzt kommt der Punkt, warum ich überhaupt das mit den Syrern erwähnt habe. Da der Jüngere von beiden ganz gut Deutsch konnte, konnten wir ihm ohne Probleme erklären, was wir da machen und wie die einzelnen Substanzen da wirken etc., weshalb er dann auch, als sein großer Bruder mal nicht im Raum war, am DMT nippte. Aber für den Älteren muss es ziemlich weird gewesen sein. Spricht nicht so gut Deutsch und sitzt mit lauter trippenden Leuten im Raum. Vor allem beim DMT-Konsum bekommt ja er nur mit, dass wir irgendwas dampfen und uns darauf dann sehr komisch verhalten. Vielleicht hat der sich irgendwie ausgemalt, dass wir Crack konsumiert haben. Aber das machen wir ja nur jeden Montag mit Danny Klose. Der Pilztrip auf der Hütte war deutlich schwächer als mein erster Pilztrip. Zu keinem Zeitpunkt verlor ich krass die Kontrolle oder wusste nicht mehr, wer ich war, wie bei meinem ersten Pilztrip. Wo sind wir, Leute? Wir sind in Glonn. Was ist überhaupt sein? Holt mich raus, Leute. Holt mich aus dem Trip raus. Dann noch hier ein paar Tripaufnahmen. Ich war noch hier. Eine Dusche, wie krass ist das von ihm? Dass dies jetzt die gute Dusche ist, die wir im Gedanken erschaffen. Also es geht ums gemeinsame Erschaffen des Gedanklichen. Ihr versteht schon, was ich sagen will, oder? Ja, schon. Ja, also es sind meine Backen. Und die dürfen nicht bestimmen, welche Farbe. Meine Wagen. Meine Wagen, das bestimme ich allein. Ich alleine bestimme, welche Backen ich habe. Wer Backen hat. Aber ich bestimme nicht, wer Backen hat, oder? Jeder darf selbst bestimmen. Man darf man bestimmen, ob man Backen hat? Nicht, gell? Man kann das bestimmen, aber man muss es nicht. Nee, aber man kann es nicht bestimmen eigentlich, oder? Doch, wenn du es hier rausschneidest. Nee, aber warum sollst du das machen? Das ist ja keine ernsthafte Entscheidung. So. Ich renn überall hin, Leute. Tommy, du hast meine geilen Jokes gerade verpasst. Der Tommy hat meine krassen Jokes verpasst, oder? Findet ihr nicht, Zuschauer? Ich bin sehr tolerant. Mir schmeckt die Küche von anderen. Mir schmeckt nicht deutsche Küche auch. Da bin ich wirklich sehr tolerant. Wow, schau ich krass aus. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das Körpergefühl von Pilz oder DMT geiler ist. Er ist für Pilz, ich für DMT. Ey, komm, wirf mir ein paar Sätze zu und ich mach damit was Cooles. Aber scheiß drauf, nicht gut ist auch gut. Mir taugt eine Spedition.
Wenn es sich hier eine Spedition ginge, dann wäre er der Letzte, der Nein sagen würde. Er ist 100% dabei bei der Spedition. Scheiße, gibst du das Wort? Ja, das geht. Spedition. Ja. Was heißt das? Was auch immer das bedeutet, mach eine Spedition. Wir sollten die Frage beantworten, ist eine Kamera etwas Vornehmes? Ich würde sagen schon, aber andere vielleicht nicht. Man sitzt in der Schule. Stell dir vor, man sitzt in der Schule. Man ist so bei Erdkunde. Meldet man sich und sagt dann so, man kann auch rausgehen. Und dann sagt der Lehrer so, das ist richtig, aber. Ja, das ist die richtige Antwort. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was wir gerade sagen. So, was? Wisst ihr, was ich sagen will? Der geilste Part des Trips war folgender. Die Syrer hatten für uns Essen gekocht, aber da ich zu sehr am Trippen war, hatte ich absolut keinen Hunger und blieb mit einer Freundin im Wohnzimmer. Irgendwann kam einer, der versucht hatte zu essen, ins Wohnzimmer und fragte mich, ob ich seinen Teller leer essen will. Ich war ein bisschen verspult und verstand nur den Teil, dass ich in die Küche kommen soll. In der Küche fragte ich nochmal nach, was ich dort machen soll. Du musst meinen Teller leer essen. Alle sich in der Küche aufhaltenden Personen starrten mich an. Und ich blickte auf den leeren Platz mit dem halb aufgegessenen Teller. Ich bin der Auserwählte. Von allen Menschen hat man mir diese Aufgabe zugetraut. Sie starren mich an, denn sie haben hohe Erwartungen an mich. Ich fühlte mich auf einmal wie ein Held, wie der auserwählte Neo, nur weil ich diesen Teller leer essen sollte. Ich verkündete allen fröhlich, was für ein Held ich doch sei. Aß aber dann letztendlich keinen Bissen, weil ich absolut keinen Hunger hatte. Auch wenn der Trip deutlich schwächer und somit auch deutlich weniger magisch war als mein erster Trip, fand ich den Trip sehr schön. Man muss sich ja nicht immer die volle Ladung geben. Es kommt mir so vor, als hätten manche Psychonauten die Philosophie, je krasser, desto besser. Wenn das Setting nicht ganz so optimal ist, wie es an dem Tag der Fall war, erkunde ich hingegen sehr gerne niedrigere Wirkungsgrade von Drogen. Ich bin euch zum Beispiel auch auf einer Viertelpappe LSD feiern gegangen, nur um zu schauen, wie das so ist. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dazu einen Bericht haben wollt. Mehr zu diesem Hundenausflug habe ich eigentlich nicht zu sagen, deshalb, wenn ihr nicht nur einen Open Mind habt, sondern auch einen Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.